Cool. Das Ding, alles klar. Also Stufe 46, dann ganz wohl. So, haben wir nicht schon längst irgendwie herausgefunden, dass das nicht an der Stufe, sondern an den Effekten hier liegt manchmal? Ja, kommt zurück, ja. Kommt der rein, die Leute. Was? Bewahr. Okay, der hat mich gewonshottet. Irgendeine Distanz an der. Der Riesenfutti da. Okay, der sieht nicht gut aus. Jeder Blitz weg. Da sind lauter Blitze überall. Diese. Wo ist das Ding? Da ist der Schild. Sehr gut, danke. Der hat irgendeine Distanz an sich gemacht. Der Riese, da hat mich gewonshottet. Okay, ja, der hat ja auch nicht erwartet. Was ist das? Ah. Boah, Riesenbaum. Ja, warum taucht denn das da auf? Das sind wir doch gar nicht. Lustig gewesen, wenn ich die durch die Wände getroffen hätte. Alter! Warte! Was ist denn hier los? Stopp doch hier, Mann! Also mir machen die sehr viel Schaden, wie ich habe gar keinen Tank genommen. Ja, ich habe ja so Tränke gegen Widerstände und so was alles hier noch aktiviert. Mein Weihrauch hier. Nimmst ja sowieso weniger Schaden als ich da. Na, dein Kolum geht einfach aus. Wenigstens ist das nicht das Blitzding, das mich gekillt hat. Wer tut dich in ihr One-Shotten ja die Bäume? Weiß ich nicht, hier. Erstmal hat mich der Ritter gewonshottet, dann hab ich der Bombe shottet. Der hat mir übrigens viel Schaden gemacht, dann wollte ich mich heilen und dann war ich schon tot, ey. Ja, ja. Boah. Was ist das Wagen, Mann? Voll aggressiv zurückgetreten, so. Aua! Schmerzen genommen? Was habe ich genommen? Hast du Schmerzen genommen, Daniel? Nee. Ich bin noch nicht bereit. Warum hast du denn dann Aua gesagt? Nee, so als Reaktion, so ja, habe ich geschlagen, ich habe gesagt Aua, dann habe ich ihn getreten. Voll aggressiv. Grüße. Ja, ganz toll. Ja. Was ist dieser Blitz, der jetzt hier die ganze Zeit kommt? Meinst du, wo wir uns unter die Blase verstecken müssen oder was? Nee, nein. Der Blitz, weiß ich nicht. Ja, das ich glaube, das ist unser Bonus oder so. Ihr ruft eigentlich die Blitzschläge, oh, weil die Gegner in der Nähe kommen. Ah, nice. Aua. Aua. Das hat mich genau getroffen, die Scheiße. Sie ist genau durch mich durchgeflogen, die Welle. Nein. Kommt alle hier rein, alle Leute. Hier rein. So werde ich die Goofy los. Hmm.
wir sollten uns vielleicht nicht trennen. Ja, genau deswegen. Danke. So, Truhe. Oh, da habe ich was Schönes. Bonk. Also mal eingesammelt. Einfach irgendein Debuff oder so. Da angezeigt, wir haben irgendein Debuff. Ja. Oh, ja. Also ein rotes Schildbrecher oder was ist das? Oh, die Monster haben Regeneration, das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ja, nicht der Überwältigungsangriff verursacht weniger Schaden. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass die Regeneration haben, die Gegner. Hm. Oh, okay. Mir auch nicht. Mir fällt der Dübel so nicht auf, weil du die alle zu one-shottest, ey. Autsch, autsch, autsch. Sofort einen Angriff auf dich. Niederkrachen gesehen, ey. Da gibt ja auf. Wie viel macht das Schaden eigentlich? Okay. Wollen wir mal gucken. Wollen wir gucken, so. Zur Not, wie viel Schaden das macht. Ich will jetzt auch gucken, Daniel. Jetzt hast du mich herausgefordert. Tagebuch. Daniel, wo gehst du hin? Ich will hier. Ich will hier. Komm her. Autsch! Alter! Da hat wohl jemand nicht so viel Blitzwiderstand. Ja, war klar, hat mich das gesehen. Ja, ich habe ja auch. Ja, habe ich eingesammelt. Weil ich habe ja auch Räucherwerke und Tränke und so weiter. Boah! Okay, ich gehe da nicht ran. Dann kommt hier. Ja, jetzt muss er rein. Das war knapp, ey. Das war scheiße. Hat irgendeiner einen roten Kreis oder so eingesetzt hier. Ja, da musst du so wegrennen. Alter, auf mit der Scheiß-Blase zu reden. Dieser stille Moment, wenn wir warten müssen, bis der Blitz einschlägt. Der geht halt schon wieder woanders hin. Der geht schon wieder woanders hin, der Kerl. Du warst auch hier. Ich bin da unten gegangen. Wieso ist der denn da rechts? Verzeihung. Ja, alles klar. Links, rechts, links, rechts. Ja, du bist doch der Anführer da. Oh, ich glaube, hier ist der Boss, ne? Oh, hey. Ja, also, haben wir hier einen Medikus? Ne, haben wir nicht. Oh, okay, ja, stimmt. Da haben wir auf den ersten drauf geschlagen. Der ist schon gleich tot, ey. Der ist tot. Jetzt kommt der nächste. Geh da rein. Verdammt, ich kann ihn nicht ziehen. Ich kann ihn nicht treten, ich kann ihn nicht rammen. Wo ist er? Da. Bock. Ah, doppelter Schild. Alles klar, das war ja noch recht schlecht. Das ging ja relativ schnell. Aber wir haben auch irgendwie nicht die gesamte Dungeon hier erkundet. Ja, gehen wir zurück. Der Event können wir ja noch suchen, nur. Ich bin noch nicht. Und dann können wir. Super. Wir könnten uns ruhig mal abstellen, jetzt da vorbei ist. Ja, ne.
Meine Güte. Hier ist nix. Warum nicht? Boah. Jetzt bräuchte ich keinen Angriff, der dich herausschubst. So einen mächtigen Tritt. So, what? Was ist denn hier los? Das ist schon wieder Licht dort, ey. Machen wir gerade. Ja. Sankton der Ishari, das haben wir, ne? Ja. Aber wir kriegen ja nichts Neues. Ja, da ist ein Blitz vom Töten. Ja, ne? Ich guck gerade mal. No, kann ich nicht. Ne? Ja, du bist auch ein Blitz. Ja. Man kann einen Blitz nicht blitzen. Ich glaube, hier ist kein Event. Wir haben ja alles erkundet. Außer da oben, aber das ist so ein langer Weg jetzt. Ich verpiesel mich. Tschüss. Tschüss. Guck schon mal, nächster Altrom Dungeon. Du kannst schon mal zum Bildvorstuhl schlagen. Ja, komm, da sind 20 Minuten. Okay. Ja, voll kurz gedauert hier. Ich muss warten. Oder wir können den Zuckermann noch mal machen. Komisch, jetzt aktiviert sich das Ding gar nicht mehr, ey. Der jetzt, da du weg bist, dann. Was soll das denn bedeuten? Also Blitzsturm, der folgt mir zwar, aber der geht irgendwie nicht los. Ja, der ist ja nur im Kampf, glaube ich, ne? Ich tue hier noch weiter erkunden, Daniel. Ah, du brauchst ja noch ein paar Level. Ah, ich habe das Herzding gefunden. Okay, geht anscheinend nur im Kampf, anscheinend. Ja. Ja. Jetzt wird das zu einer Falle, Daniel, wenn ich das aktiviere, das Herz, den Brunnen. Das könnte problematisch für mich werden. Ich gehe mal zum Zuckermann. Oder? Ne, der ist aber noch nicht respawned, glaube ich. Oder ist der? Ich gehe mal gucken, ob der respawned ist. Weil da ist immer noch ein grüner Haken am Dungeon. Finde ich hier ein Event da. Das kann ich. Na gut. Nicht tun. Man macht das mal. Schafft das doch ganz leicht, ne? Ich muss warten. Na, weiter, ey. Ich muss warten. So, ist der Respawn? Ich glaube ja, ne? So, komm her. Gib mir mal aus. Du hast noch viele von denen. Was? Wer ist er denn? Geh weg. Fass das nicht an. Oder so ein Gegner hier auf den losgehen. Alle Schadensarten um 25% erhöht. Verpieselt euch. Ja, auf einmal, ja. Den Gegner gefunden. So, wie viel kriege ich da noch? 1, 2, 3. Ja. Schaden ist typs physisch. Ich werde gezwungen sein, mich zu ergeben, Daniel. Ja. Ich habe es ja relativ schillig mit nicht vorhandenen Gegnern und so. So.
So viele Sachen, die ich noch nicht aktiviert habe. Na, da habe ich aber in der Lage, dich zu besiegen. Yay. Ja, dann komm jetzt hier hin. Bin noch nicht fertig. Was gibt's denn da noch zu erkunden? Was hat der Event erledigt? Hab kein Event gefunden, aber ich finde hier noch jede Menge Gänge und Gegner. Also, ich bin gleich durch. Keine Angst, Alter, ich bin leichter. Plus 50 Rüstung. Wie ruhig, ja, groß ist denn das hier noch? Fucking, ja, wir haben ganz schön viel über. Wir haben doch schon alles erledigt da. Soll ich mir das auch noch holen? Leben hier. Ich will das sehen. Aber wenn ich den hier noch hole. Mehr Schaden gegen Gegner. Oh. Also wenn ich das hier noch hole. Da wird es ja lohnen, das hier noch hochzuleveln, Leute. Was denn? Oh, ich gucke genau auf mein Paragon-Brettchen noch. So, gib mir einen aus. Ich hab das schon. Und du hast auch noch so viel. Mal gucken, wie hat ohne Tränke hier wird. Wer ist nämlich wieder Schaden? Ich muss mal kurz gucken, mal einen trinken. So. Ich bin dabei. Ja. Nochmal. Ah, Barriere. Ich bin noch nicht bereit. Okay, jetzt ist er relativ chilliger. Ja. Das macht immer nicht mehr so riesigen Giftschaden, ne? Ihr habt gesehen, wie meine Lebensbalken mal aussieht hier, wenn ich gegen den gekämpft habe. Ja, das ist Schattenschaden. Verderbt halt. Ja, ja. Das war nicht lustig. War dauernd in Panik. Schuriken. Ja, Zeichen. Ja, das ist sehr gut. Nee, das wurde mir übergezogen. Also kann ich eine Pfütze unter dem platzieren. Ausgezeichnet. Oh, einzigartige Handschuhe. Oh, ein einzigartiges... eine Sense, okay. Oh, Sense wäre auch gut. Gors vernichtende Greifer. Who the fuck is Gore? Wirbelwind explodiert alle 2 Sekunden sowie bei Ablauf und fügt Gegner in der Nähe 19% von
verursacht einen Basisschaden als Feuerschaden zu. Das Ding ist nur um einen Wert, um einen Punkt schwächer. Da kriege ich neues Design für, wenn ich die Sense zerlege. Eure Dunkelheitsfähigkeit unterkühlen Gegner bis zu 100% und fügen eingefrorenen Gegnern 20% Schaden, Schaden zu. Wirbelwind. Muss ich mal gucken. Wirbelwind, das war doch hier. Soll ich das anstatt für den anderen Angriff, wenn ich das mal habe? Wo ist Wirbelwind? Das hier. Erinnert sich ja ganz am Anfang den Wirbelwind. Was nehme ich denn dafür aus? Was habe ich denn dafür? Zerfleischen. Machen wir das mal. Versucht wir mehr Schaden, bis er abgebrochen wird. Wenn ihr ihn verfehlt, versuchen wir im Verlauf. Aber trotzdem Blutungsschaden. Sehr gut. Aber mal. Wirbelwind explodiert alle 2 Sekunden, sowie bei Ablauf und fügt Gegner in der Nähe 90% des verursachten Schadens als Feuerschaden zu. Und den einen Effekt, den brauche ich auch gar nicht hier mit diesen Lichtern um mich herum. Ja, weil der Funkeln war da. Finde ich doch. Ne, ich probiere die mal aus. Da muss ich zwar mit einem Wirbelwind jetzt gerade rumlaufen, aber kann man ja mal machen, ne? Ja, du armes Ding. Ja, ich gehe weg. Nein. Ich muss okay. Noch dich. Weltboss in 9 Minuten. Die geben mir noch nicht mal ein Design, die Handschuhe. Voll hoch gewertet. Wie stark bist du? 12 Punkte stärker. Schaden. Mhm. Das wird aber einzigartiges Daniel. Ja, Handschuhe. Gors Handschuhe. +4 Ringe für Wirbelwind, Alter. Jetzt habe ich einen weiteren legendären voll hoch ge ballerten Gegenstand. Das ist ja fast so viel wie ich. Level ist in der Musik leider nicht. Ah, das ist Level 71, ach, das hat der Loser. Gaming! Nehmen wir es jetzt auch. Oh, der ist sowas von tot, glaube ich. Mein Gott, er macht so viel Schaden. Irgendeiner macht irgendwie voll dicke Schaden mit einem Schlag. Yay. Gut gemacht, Team. Na und ich habe genug Zeugs für den Baum. Gebt mir den Stoff. Ich habe eine bessere Hose, aber das ist leider nicht einzigartig. So. 901 Gegenstandsmacht. Das hat es ja vollgebracht. Alles klar, ich gehe zum Baum. Ist der Typ wieder da? Lass den nochmal ausmachen. Wir Zeugs haben, einzigartiges. Außerdem müssen wir sowieso zum Baum. Keine Schlangen, 2 Fliegen mit einer Klappe. Müssen kann ja nicht die Rede sein. Ich bin noch nicht bereit.
Es ist getan. Kopfschutzsammlung. Der lacht einfach nur. Das kann ich hier nicht tun. Das kann ich hier nicht tun. So. Gehen wir mal weiter zu. Welchen nicht als erstes? Schaden gegen Elite-Gegner. Oh, eine große Ringsammlung. Boom. Ich bin aufgestiegen. Yay. Seht. Und ich gehe wieder hier rein. Mal kurz gucken, ich habe gerade einen Schnitt gemacht. Nein. Wir müssen mal. Ich muss warten. Komm hier rein, gib mir einen aus. Bist du schon wieder da drin? Ja, natürlich. Du bist doch so ein Mischer, ich komm da gefehlt. Niemals. Nur damit ich weiß, dann, ich bin nicht deine Eltern. Ich kann dich nicht abfreuen. Geh mir aus dem Weg. Boah. Warum kommen die denn hier entgegengerannt? Ja. Hab gesagt, geh weg. Ich brenne vor Leidenschaft. Ja, ich bin mal gleich wild, ne Daniel? Jetzt, wo wir den Fall einfach erledigen können. Daniel Demon war voll wild. Seht. Seht. Damals, als Puppet Mon eine Knarre gezogen hat. Ja. Hey, Small, meine Fresse, ich hab das schon aktiviert. Einmal wie so ein Kind, das bin ich auf, was zu quengeln. Ja, ne, hat er heute seine Willen hat, ey. Boah. Sobald ich wieder näher an den Rang gehen, haut er mich wieder, ey. Oh, sind das für Muster? Er hat dazugelernt, Tani, er hat dazugelernt. Ich muss warten. Ah, ich kann mich nicht drehen. Er tut die ganze Zeit mit Arm gefahrt. Jetzt bist du dran. Wir sind genau da in der Größe, mein Lieber. Ich sammle die einfach. Das ist gut, Daniel. Jetzt kann ich noch mehr da. Jetzt wird's wieder hin. Ich muss was. Der Daniel macht sich mein Business mit. Mein Gott, der tut die ganze Zeit mal angefehlt. Tut diesen komischen Move machen, wo ich nichts machen kann, ey. Der blockiert deinen Angriff? Ja, der macht die ganze Zeit die Sachen ja, wenn alles dunkel wird und so, ja. Ja, das ist der. Ah, schon wieder. Ich bin ja mitten beim Drehen. Genauso machen wir halt Eisviech weg. Nein. Genauso machen wir irgendwann halt Eisviech auffällig. Ja, das weiß ich nicht, Daniel. Das glaube ich nicht, dass wir den irgendwann. Dann müssen wir immer einen ganzen Eisraum dann vorher machen. Ja. Das ist ein Problem. Ich muss
Ich kann nicht angreifen. Komm her, Stück, komm her, Stück, komm her, Stück. Ja, der Mensch muss nicht drauf, oder was zum Teufel? Ja. Leider weg. Einzigartiges Zweihandschwert, aber ich glaube, das hatte ich schon mal. War, glaube ich, nicht so gut, oder? So, purpurne Felder. Oh, das ist 200 Punkte stärker als was ich habe. Ich habe wieder eine Sense. Das ist sogar dieselbe, wie ich vorhin hatte. Oh, purpurne Felder. Kritischer Trefferschaden. Ich habe schon wieder was Neues zum Spielen bekommen. Da müsste ich Blutspieß benutzen. Mein Gott. Ich will die ganze Zeit mein Moveset hier ändern. Da kann ich auch nicht ändern. Blutspieß. Den wollte ich ja sowieso benutzen. Neben den Ketten. Aber jetzt habe ich die Ketten und die machen mir voll Spaß. Was brauche ich denn dann nicht? Den Tritt. Ich glaube, ich muss den Tritt raus. Du brauchst mich nicht, Daniel. Ich weiß, dass du das sagen willst. Ich hasse dich. Dann geht weg, Stahlgreif. Ich habe dich kaum gekannt. Ist ja Angriffsgeschwindigkeit. Okay. Okay, jetzt Zeit wieder was hochzuballern. Entschuldige mich einmal mit. Ich werde nicht schneller bin. Nein. Das ist schon wieder was Einzigartiges, Daniel. Ja, ein Schwert. 200 Punkte stärker als meine Axt. Jetzt hast du 5 Gegenstände, oder was? Ja. Oh, jetzt hast du sogar mehr als ich. Nein. Jetzt fühle ich mich bedroht von dir dann. Jetzt muss ich dich sabotieren, tut mir leid. Hm. 914 Gegenstandsmacht. Boah. Schaden über Zeit, Schaden mit zwei indigen Waffen. Das hier ist jeder. Voll hochgeballert. Plus 591 Schaden. Warum kriegst du immer solche verrückten Schadensboosts, Alter? Ey, ich habe noch nie so was gehabt. Ja, ich habe das ja auch jetzt gerade hochgelevelt, komplett. Trotzdem, wow. Ich habe noch nie so eine hohe Schadenszahl gehabt bei irgendeiner Waffe, meine Fresse. Jetzt habe ich aber nicht meine Explosionen. Ich bin noch schon wieder den Skin ändern hier von meinem Schwert. Schon lange, seit ich ein Schwert ausgerüstet hatte. Welches nehme ich denn, das rote oder das blaue Schwert? Das ist denn das schleimige Eigut, ey. Wo haben wir das? Ja. Das ist auf irgendein Boss, glaube ich. Ja, ja. Was, nein, boah, speichert das Quest. Das ist der Klaffen im Spalt. So, da habe ich wieder Soul Calibur und das Soul Edge auf meinen Rücken. Nein. So, verdammt. Jemand muss ihn aufhalten. Jetzt habe ich aber nicht mehr diesen Explosionsangriff während meiner Ramme. Nein. Ich muss warten. Mal gucken. Ist er jetzt schwächer oder stärker, der Daniel? Ne? Ja, ne? Wieso? Ich gehe schon wieder zum Juwelenschmied. Was ist denn da, Junge? Ja, weg. Das sind die an. So. Das ist der klaffende Spalt. Ja, das hat mit dem Eistypen. Ne, das war der Gletscherspalt, du. Ja. Ja. War der Gletscherspalt, dann musste man doch einen Ding da herstellen. Ja.
Eltram Dungeons. Waren wir da schon drin im klaffenden Spalt? Ich glaube nicht. Warte nicht. So. Nein, jetzt habe ich nicht mehr meine Ramme. Kann ich nicht da reinpacken? Die Arme. Ja. Aber ich hätte ein stärkeres Schwert. Ja, ich könnte auch noch. Ich könnte auch noch ein Dings. Habe ich ganz vergessen. Ja, Juwelensockel reinmachen. Boah. Bin immer stärker. Vorstellen, bei Last Epoch ist alles noch besser. So, nein, ich kann da doch bei dem Schwert kann ich einen reinpacken. Ich würde sagen, weil das schon das Maximum hast, ne? Ich weiß nicht, wie hoch das Maximum ist, aber. Oh, zwei kann ich da reinpacken. Geil. Aber in die Handschuhe konnte ich nichts reinpacken. Was packe ich denn in der Waffe rein? Was habe ich denn in meinen anderen physischen Schaden, glaube ich, ne? Na, no, wir sind Spieler. Schmutziger Bär und fäuliger Tiermensch. Edelsteine, die das Licht einfangen. Sieht sie knisterige Energie erzeugen. Was nehme ich denn in meine Waffe rein? Schaden über Zeit. Kritischer Trefferschaden. Basisfertigkeiten. Schaden von ultimativen Fertigkeiten. Ich weiß ja nicht, wie sie das auf meinen Berserk-Modus hier. Ich raste ja nur aus, also ich mache ja keinen Schaden damit. Dann nehme ich an, das, ne? Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh Gott, ich bin tot. What? Was machst du denn da? Ich bin im klaffenden Spalt. Ich guck mir das hier mal an. Da kam gerade ein Selbstmörder. Was wäre ich gerne? Sind nochmal Angriffe, ne? Ja. Okay, ja, ich komme schon. Ich glaube, ich habe hier das Ding für Duriel gefunden. 3, 4. Sieht hier jedenfalls so aus, wie in dem Gameplay, was ich gesehen habe. Sag ich 5 einzigartige Gegenstände. Wo bist denn du? Wo ist das? Ich komme dir da mal hin. Fahrt der müde? Was schon da? Au! Wo sind wir hier? Der ist auf Level 100. Der ist auf Level 100. Ich will mir das hier mal angucken. Ich will das ja gar nicht aktivieren. Ich muss warten. Ja, ich glaube hier, das ist fehlt noch eine Scherbe der Qual, ey. Dann kann... Ja, Scherbe der Qual. Das ist der Ort für Duriel. Ja, Duriel! Ja, da ist das sogar. Erzeugende Sühnerfische, Kommando von der Person. Wird im klaffender Spalt im südlichen Kern mit einem schleimigen Ei geschmolzen. Vor 2 in der Halle der Sühne auf Weltstufe 4. Aber gib mal die her. Ach, den bekommt man, wenn man eine Beschwörung durchgeführt hat. Okay. Wenn man eine Beschwörung hat? Wenn man eine Beschwörung durchgeführt hat. Wenn man so einen Zuckertypen ja beschwört, dann kriegst du so eine. Dann kriegst du die Eier. Ja, aber ich wollte nicht ein Ei, sondern eine Scherbe der Qual. Ja, die kriegst du auch dadurch. Oh, siehst du das? Aber nicht besonders häufig, ich hab nämlich nur eine oder so. Ja, egal, ist sowieso zu stark. Was? Daniel? Ja? Ja, da stand gerade, sie wurden von der Launch getrennt. Nein! Warum? Pflege ich dann gleich raus? Weil das steht da schon dreimal oder so. Ist das...
Na gut. Heute aber. Albtraum Dungeon. Ja. Okay. Haben eine neue Waffe, eine neue Fähigkeit. Muss ich austesten. Wo stehen die alle? Die warten alle für Duriel, Daniel. Hallo. Grüße. Guck mal eben meine Sachen reparieren, ey. Ich suche mal ein Dings. Bin auch immer heiß. Ich spiele es immer heiß. Was? Was sagt ihr doch immer, ne? Meins? Die Schmiede ist immer heiß, sagt ihr doch. Ja. Ich habe nur verstanden. Meins. Meins. Gehen wir mal. Monster mit Schaden. Ruf der Heiligen. Wieder zu leveln, unsere Glyphen wahrscheinlich und allgemein als andere, wollte ich schon alle maximiert haben. Ja, ja, alle sind schon 15. Ja, also noch weiter leveln halt, ne? Je höher die gelevelt sind, desto besser sind ja die Bonus. Das bezweifle ich. Hast du halt nicht gewusst? Nein, ich lese nicht ständig die Wikipedia. Was steht doch hier im Spiel? Da weiß ich doch nicht. Ich bin kein Sabrak, Daniel, der von Indurion kommt. Ja. Ich bin Daniel mit Informationen vollpumpen. Hm. Also, die tun sich untereinander dann Sabraks nennen, wenn die auf dem Planeten sind. Ich nenne wir uns Menschen untereinander. Ja, ja. Oh, Mensch. Ja, wir nennen uns doch nicht Erdlinge untereinander. Ja. Das stimmt. Wie ist diese Blutarche am Boden? Oh, nee. Schon wieder rutscht. Hauptmann, du bist entlassen, geh weg. Oh Gott. Und die sind wieder hinter uns, ey. Oh Mann. Da hab ich hier eine ganz geschissene Stelle gehabt, Daniel. Oh Gott. Na, ich hab dich verpiert. Ich bin noch nicht bereit. Oh Gott, zum Glück hatte ich meine Barriere, dann wäre ich jetzt tot gewesen. Du bist halt ein voller Gift. Ich geh bloß weg von dir, du Clown. Ich hab gesagt, geh weg. Da ist eine riesige Armee hinter uns gespawnt, diese Freunde. Ja, ich suche den Zaun der giftigen Brühe. Dann noch meine Brühe. Doch gar keine Brühe. Ah, oh, sie sehen nicht. Ah. Oh. Hast du Brühe? Was? Ja, ich tue so eine Blutleiche am Boden hinterlassen. Also ja. Ich weiß nicht, ob ich das sehen kann. Ja, also, in der ganzen Action, nee. Ist genau hier gewesen gerade. Ja, ich glaube, dort habe ich gesehen. Ja. Das hier. Das hier. Macht denn das Blutungsschaden oder was? Na, Schaden. Nach einer Zeit. Glaube ich. Okay. Können wir das Feld jetzt mit Suppe überziehen, Alter? Da rutschen die aus und schlagen sich den Kopf auf. Blutungsschaden, ja. Aber. Ja, bei mir macht das Schattenschaden in die Magen, ja. Dann packe ich mein Blut in deinen Schatten. Alles klar. Für die ultimative Brühe.
Ja, ich will das nicht trinken. Dann wollte ich meinen. Ich wieder hinter uns. Oh, mach mal irgendwo mal ein paar Felder hier in die. Nein, Gott. Sag ich doch, solange ich Leichen habe, kann ich da noch nicht. Hm? Wir sind jede Menge Leichen. Ich bin auch nicht mehr. Oh, oh. Den Skeleton, das finde ich abgefangen. Oh Gott, ich verzieh mich von dir. Sitz! Oh Gott. Er kommt doch rein, kommt doch, ja! Ich höre nur die ganze Explosion, weil ich die ganze Zeit am Zögern bin. Leichen nicht. Ich kann rein, ne? Ich hält da was zu, macht noch mehr Erfolg als jemals zuvor. Schade, dass es da nicht Baseball gibt, sonst würde ich das ausspielen. Was? Hält da, halt da was zu. Pass auf. Ich muss warten. Aber ist das Gameplay sehr simpel. Er ist auf dem Planeten und tötet alles, was da rumläuft. Na, dann genau wie das schwer. Ja. So, ja. Muss alles bleiben. Ja, das ist spektakulärer anzusehen. Ne? Und das nimmt sich echt nicht ernst, weil deine Charaktere werden die alles abschlachten und rufen sowas wie Demokratie. Ah. Er war ja eigentlich mit Borderlands 4, ey. Ich hab den Post gesehen, den du da gepackt hast. Borderlands 4 wurde irgendwie komisch angekündigt. Ja, wie denn? Was ich das? Keine Ahnung. Da war irgendwie kein Link oder irgendwie so, einfach nur da. Ich weiß, das ist einfach nur. Rolling. Das kannst du nicht so ernst nehmen, ganz ehrlich, was die da ankündigen. Es stand irgendwie auch letztens, dass der Gaming Pass hier Xbox ja zu Ende ist, abgesagt wird. Obwohl sie zuerst vor kurzem das erst eigentlich zum einzigsten Ding gemacht haben. Die haben extra Xbox Gold dafür abgeschafft, ey, damit das nur noch den Gaming Pass gibt. Und jetzt wollen sie den abschaffen. Was? Weiß halt überhaupt genau. Ja, das ist wieder ein PlayStation Plus. Das ist monatlich irgendwie. Viele Spiele zum Angebot, kriegst du Rabatt drauf, ey. Okay. Hast du dann einen Spielekatalog, hast du dann da? Und dann einige Spiele umsonst jeden Monat oder was? Ja, so ähnlich, ja. Das ist ja wie PlayStation Plus, nehme ich mal an. Stufe du hast, desto mehr Spiele kriegst du oder so. Das haben wir ja, Xbox Live abgepasst, ey. Das ist jetzt alles in einem, ey. War das gut? Meine Gaming. Ich hab da gut den Gaming, bin ich verstehe die Logik, der dann Gaming. Aber ich meine, dann kriegen sie da doppelt Geld, wenn die Gold, Xbox Live Gold und den Gaming Pass hoch. Oh. Ja, aber die haben das ja jetzt abgeschafft, Xbox Live Gold. Jetzt gibt's, der Gaming Pass erfüllt jetzt praktisch die Funktionen. Ja, wenn die da was sagen, was gibt's dann? Na, Xbox Live. Ja, Xbox Live Gold braucht es ja, um online spielen zu können. Mein Gott, ey. Das ist einfach nur dein Profil wird zum Goldstatus und dann kannst du online spielen. Mein Gott, ey. Oh ja, eine PlayStation. Der Gaming Pass ist halt, ja, das gab es bei derselben Zeit und jetzt gibt es nur noch den Gaming Pass. Das ist einfach nur ein bisschen komisch, dass die jetzt eine andere Geldquelle da. Was ich sehr interessant finde, auch wenn Xbox vielleicht Gold nicht mehr, das Ganze wieder nicht mehr holen, in Mediamarkt. Xbox Live Prepaid Karten verkaufen die dann auch wenn die nicht mehr funktionieren. Wenn die Kasse, die sagt, dann funktioniert nicht. Geil. Ich dachte, Microsoft ist erfolgreich. Die wissen, wie es läuft. Weil die, dass die erfolgreich sind, die müssen 900 Leute feiern. Klingt nicht so, weiß ich nicht, so professionell irgendwie. Die wollen ja, weiß ich nicht. Nächstes Jahr kommt schon wieder eine neue Xbox raus oder so.
was ja noch, als sie damals die Xbox One irgendwie angekündigt haben, die gesagt haben, oh, jedes Spiel muss jetzt dein Gesicht scannen, um irgendwie deine Konsole anmachen zu müssen, was sie ja nicht durchgezogen haben. Oder wenn irgendwie, weil ich spiele oder so irgendwie ausleihen willst oder so, dann kannst zum Beispiel keine Spiele ausleihen, du musst die irgendwie extra noch mal kaufen, damit die irgendwie, weil nicht, wenn du zum Kollegen gehst und irgendwie, weil ein Spiel spielt. Da haben die von der PlayStation hier die voll geroastet. So teilen sie ein Spiel auf der PlayStation. Da sieht man einfach nur, wie ein Typen anderen ein Spiel in der Hand gibt. Das war's. Nichts mit irgendwie nochmal kaufen, nochmal neu downloaden. Nee, hier, nimm mal ein Spiel. Okay, jetzt kann ich das spielen. Das war der größte Diss aller Zeiten. Ja, das glaube ich sofort. Ja, da haben die sich nicht so beliebt gemacht, als sie angekündigt wurden. Besser als Microsoft, das ist ja nicht neu. Oh Gott, das war knapp. Ich bin bis jetzt relativ schillig hier. Weiß nicht wieso. Wenn es eine PlayStation gäbe, hätte ich jetzt eine PlayStation. Wenn es was geben würde? Weiß nicht, Halo. Für PlayStation, dann hätte ich jetzt auch eine PlayStation, wobei ich schon Halo schon lange nicht mehr gespielt habe. Ich habe noch nie über Halo reden gehört. Also. Was soll ich dir denn davon erzählen, wenn du keine Ahnung davon hast? Ich habe einen Kollegen gehabt, der war so ein richtiger Hardcore-Halo-Fan, der hat dauernd über Halo geredet. Der hat sich eine Xbox holt, da konnte ich ja noch verstehen. Aber ich habe dich noch nie über Halo reden gehört, so, boah, das Spiel ist so geil und so, boah, muss mir halt unbedingt holen, oder, oh, ich bin so froh, ich das spielen kann. Das Problem ist dann, ich habe ja der größte Spaß daran, mit anderen zu spielen und ich habe niemanden mehr, mit wem ich das spielen kann. Ich spiele ja nur noch mit dir dann. Das habe ich auch eine Weile lang gekannt. Weil ich meine Spiel macht sich Spaß mehr Leuten muss machen. Das Spiel. Aber ich bin ein Sozialvogel, ich komme nicht klar mit anderen Leuten. Also online halt, ne? Ja, mit Randoms. Mit anderen Leuten zu reden, Daniel. Du musst auch nicht. Was soll denn das heißen, muss ich nicht eher. Das ist doch, das hört uns was dazu, du Flug. Was soll ich denn mit irgendwelchen schweigenden Typen? Da kann ich ja auch mit dir nicht reden. Ja, so. Kommunikation ist notwendig bei den Shooter dann. Sie haben sich von mir ernährt. Ganz falsch gemacht. Wir breezen hier gerade voll durch, ey. Ich glaube, wir haben den Dungeon heute schon gemacht, du. Weil das nicht kann sein. Weil das dasselbe Event ist, ey. Da kommt er nicht bekannt vor. Ich bin noch nicht bereit. Überall Blutleichen. Sumpfe. Mein Gott, ey. Ja, wir müssen diese glänzen, ey. Ach so, ja, genau, da kommen wir, ja, genau. Was passiert mit dir? Lass mich bei Helldivers, kannst du dir auch den Namen von deinem Schlachtschiff aussuchen, ey. Cool. Die selbe Art und Weise, wie du die hier von hier. Das ist eine Zusammensetzung aus zwei Namen, die du dir da aussuchen kannst. Ah, okay. Also sowas wie, weiß ich nicht, Fist of, nimmst du Fist und dann als zweites nimmst du Fist of Freedom oder sowas. Ja, das Spiel hat nimmt sich, das geht nur, da geht's nur Gameplay. Die Story ist so gut wie nicht so vorhanden, ey. Ja, vielleicht kommt das ja auch für Xbox irgendwann. Ja, weiß nicht. Zack. Ich brauch noch einen Trank. Im Fall könnte ich da auf PC spielen, wenn das mein Laptop packt. Ja. Dann spielen wir da zusammen, Daniel. Dann kämpfen wir gegen Freiheit. Aber machen. Weiß ich nicht. Mal gucken.
Mal gucken. Ja, noch nicht viel von dem Spiel gesehen, ehrlich gesagt. Ja, das ist kein PvP-Shooter, da wollte ja keine. Ausgezeichnet. Ja, das ist einfach, du landest auf einem Planeten, musst verschiedene Objectives machen. Währenddessen kämpfst du gegen Horden von außerirdischen Kampfraum. Ja. Ballerst dich durch alles durch und je mehr du ablevelst, tust du neue Rüstung freischalten, neue Waffen, neue Airstrikes. Du kannst ja Airstrikes vom Himmel rufen. 500 Kilo Megatonnen Bombe. Sieht aus, ich bin schon am Update, am Arbeiten. Spiel, damit noch neue Sachen raus. Neue Fraktionen, gegen die du kämpfen kannst. Interessant, dass das so eine lange Lebe ist. Wie lange das der Hype da gilt. Ich bin schon voll investiert. Das ist eigentlich immer wieder dasselbe, wenn du von Planet zu Planet gehst. Weil das ist auch nicht anders, als was wir hier machen im Dungeon, ey. Nee. Du kannst auch andere Spieler wiederbeleben, wenn die Mission ist erst gescheitert, wenn alle vier Spieler komplett tot sind. Aber! Nein! Gerade wenn ich vom Spieler tot werde. Ich bin zu so einem Schrein hingegangen. Ich habe gedacht, wow, vielleicht kriege ich irgendwas Geiles. Ja, ja, klar. Aber ich habe nur irgendwie, weil nicht unendliche Ressourcen bekommen. Oh Gott, was ist das? Wo kommen die ganzen anderen Gegner jetzt her? No. Was ist hier gerade passiert? Ich habe eine Horde von Gegnern auf einmal gespawnt, ey. Oha. Das habe ich gesehen, ja. Du hast die Horde. Die Horde wurde getriggert. Dann das da? Nö, keine Ahnung. Ich habe nichts gesehen. Genau, was wollte ich sagen? Du kannst andere Spieler wiederbeleben, wenn ich Cooldown. Ja. Musst du dann so lange alleine überleben, ey. Ah, oh, wie Call of Duty Zombie. Hey, da ist der Tagebucheintrag. Wir sind ja noch am Leben. Ha! Ja, beide eine Barriere, Daniel. Oh, da war ein Blitz. Na auch. Hör auf zu blitzen. Hör auf zu blitzen. Ich tritt dich. Ha! Ha! Hör auf zu blitzen. Ich schau mir das Tagebuch an. Ich bette Sie hier zur Ruhe und weiß, dass niemals ihr Rechnen ist. Denn alle glauben, ich das überlebt habe, die ganze Scheiße da. Ich wollte nicht, dass sie sich. Ja, den Dungeon, den haben wir heute schon gemacht. Ey. Ja, ja. Ich habe mit eigenen Augen gesehen. Das ist auch nicht schlimm. Au, 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 au. Dann irgendwas bringt, wenn wir die Tagebücher ein. Ne, irgendwie nicht, ne. Vielleicht gibt es eine Herausforderung oder so, sowas oder so. Das ist eine ziemlich große Gruppe Gegner von Gegnern, ne? Ja. Ich bin da drin. Das sind aber nur Pestmarken, ey. Ich bin noch nicht hier bereit. Komm von der Seite. Ha. Oh, das sind große Skorpion. Das sieht mir nach einer Falle aus. Ne, ist keine. Okay. Oh Gott. Der Gegner gespawnt. Boah, ich komm da durch. Ich komm da. Hey, yo, was geht? Eis. Feuerkugel. Was macht das? Macht er gegen Start direkt hinter mir. Ja, bei mir auch. Und jetzt ein Tritt und noch ein Tritt. Okay, Alter. Besser gelaufen, als wir das heute schon gemacht haben beim ersten S. Ja. Da sind wir auch ein bisschen mächtiger. Vielleicht eine Explosion echt springt. Was? Wir sind ja auch ein bisschen mächtiger jetzt, ne? So. Du da, ne? Oh, ich bin gleich wieder in der Nähe von einem Knoten. Jetzt kommt er.
Ach, guck dir mein Schwert an. Hoah. Guck sie an. Rosmer hat mich ins Auge zu stechen, ey. Guck es dir an. Kannst du das sehen? Seht ihn an euch an. Ziemlich hässlich, ey. Ich will, dass ihr ihn nachher anseht. Da ist eine ganz gute Kombination. Meine Ultimate tut auch hier Leichen spawnen. Da, ich ja, habe mein Blut. Ich habe mein Blut in deinen Sumpf reingepackt. Das könnte man auch nicht verstehen, aber okay. Na, ich bin zu früh geschadet. War einfach hier drin, verdammt. Jetzt wird ausgerastet. Barriere, Daniel, Barriere! War einfach hier drin, ha. Barriere gab dann nicht auf die Rotte. Der macht mir ja nicht so viel Schaden, finde ich gerade. Ja, ich meine, ob die Barriere, die geht dann nur gegen Elite-Gegner, oder? Ja, nur gegen Elite-Gegner, aber anscheinend auch bei Bossen. Warum hätten wir so viel aus, ey? Ah, ich hab voll viel ausgehalten. Ja, so. Oh, Level 11. Okay. Ja, ich glaube nicht, dass ich was Stärkeres als mein Schwert jetzt finde in nächster Zeit. Meine Sachen alle maximiert, weißt du? Ja.